Herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe Drei Fragen an. Mein Name ist Zoe Klein. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesinstitut für Berufsbildung im Arbeitsbereich Pflegeberufe und Geschäftsstelle der Fachkommission nach dem Pflegeberufegesetz. Und ich spreche heute mit Frau Christine Hecker vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung in Nürnberg. Außerdem mit Frau Professor Ingrid Dahmann-Fink von der Universität Bremen und mit Herrn Professor Patrick Jahn von der Martin-Luther-Universität in Halle. Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Projekt. Demografische Entwicklung und die steigende Komplexität des Pflegeberufs erhöhen den Bedarf an Pflegefachpersonen mit einer hochschulischen Qualifikation. Das ist ein Fakt, der ist seit längerem bekannt. Ebenso ist bekannt, dass diese Personen nur selten in der direkten Versorgung verbleiben und ihr Anteil weit entfernt von den politisch anvisierten Empfehlungen ist. Ein wesentlicher Grund dafür ist ein Mismatch zwischen den Kompetenzen, die einerseits in den entsprechenden Studiengängen erworben werden und auf der anderen Seite den späteren Tätigkeitsprofilen, also das, was die Personen dann im beruflichen Alltag eigentlich tun. Das kann unter anderem auf die Konzeption der Studienangebote zurückgeführt werden, aber ein ganz wichtiger Punkt sind Einbindungskonzepte dieser Pflegefachpersonen in den Versorgungseinrichtungen, die sehr häufig fehlen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Forschungsprojekt Hochschulische Pflegeausbildung und Berufseinstieg eben das Ziel gesetzt, konkrete Ansatzpunkte für die Verbesserung des Berufseinstiegs der hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen zu entwickeln. Und diese Ansätze an einem iterativen und vor allem praxisorientierten Vorgehen zu erproben und weiterzuentwickeln. Dazu analysieren wir eben unter anderem vorhandene Qualifikationsmixmodelle, aber eben auch Treiber und Hürden, die sich bei der Umsetzung von diesen Tätigkeitsprofilen schon gezeigt haben. Weil es gibt ja schon Projekte, die erste Erfahrungen damit gesammelt haben. Diese Untersuchung oder dieses Forschungsvorhaben bearbeiten wir gemeinsam in einem Konsortium zwischen dem Forschungsinstitut Berufliche Bildung, der Martin-Luther-Universität in Halle und der Universität Bremen. Was hat Sie während der Projektarbeiten bisher am meisten beeindruckt? Ja, im Koalitionsvertrag hat sich ja die Bundesregierung eigentlich vorgenommen, die primär qualifizierenden Studiengänge auch zu stärken. Zum Beispiel durch die Einführung einer Vergütung der Praxiseinsätze und auch durch die Refinanzierung der Praxisanleitung. Bislang ist aber diesbezüglich noch nicht viel passiert, aus unterschiedlichen Gründen. Das wäre aber unbedingt erforderlich, um eben die Attraktivität der Studiengänge auch zu erhöhen. Denn wenn dort nicht schnell etwas passiert, dann besteht ja das Risiko, dass diese Studiengänge oder einige der Studiengänge auch aufgrund von mangelnden Studierendenzahlen ihren Betrieb einstellen müssen. Bezogen auf unser Projekt, da beeindruckt mich, dass es immer noch, obwohl es diese Studiengänge ja schon seit 10 Jahren gibt, Unklarheiten gibt hinsichtlich der Aufgabenfelder, der Einsatzbereiche von hochschulisch Qualifizierten. Und dass hier doch vielfach auch Aufgaben genannt werden, die eigentlich stärker im Bereich der Masterqualifikation liegen, wie zum Beispiel Qualitätsmanagementaufgaben oder höhere Führungsaufgaben. Für diese Aufgaben sind die Bachelor-Pflegenden ja gar nicht durch ihr Studium qualifiziert. Welche konkreten Empfehlungen, die direkt umgesetzt werden können, ergeben sich aus den Erkenntnissen Ihres Projektes? Unser Projekt ist ja erst noch in einer frühen Phase, deswegen können wir den Ergebnissen noch nicht vorgreifen und konkrete Empfehlungen heute schon geben. Ziel ist es aber, unsere Ergebnisse für die praktische Implementierung der hochschulischen Pflegeausbildung in den Berufseinstieg nutzbar zu machen. Dafür nutzen wir die internationale Recherche, Expertenbefragungen, Fokusgruppen und damit sollte eine neue Qualität der Umsetzung in Deutschland erreicht werden. Außerdem ist es Ziel, anwendungsbezogene Empfehlungen zu geben und dabei bestehende Barrieren zu überwinden und Treiber so zu etablieren, dass die Implementierung in Einrichtungen in allen Pflegesettings für diese professionelle Pflege auch erreicht werden kann.
Mit aktuell 2% Pflegefachpersonen der hochschulischen Pflegeausbildung und der unmittelbaren Patientenversorgung an den deutschen Universitätsklinika ist die Akademisierung in den Pflegeberufen bisher weitestgehend an der Pflegepraxis vorbeigegangen. Das zeigt die Dringlichkeit dieses Projektes und ist uns auch Ansporn, in diesem Bereich die Ergebnisse zu verbessern und eine bessere Quote bei der Etablierung zu erreichen. Letztendlich können wir uns in der Patientenversorgung nicht leisten, dass die akademischen Pflegekräfte dort nicht ankommen.